Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel von Luzi bereist. Heute ist Luzi in einem Land, was doch kein Land ist und in Rom in Italien sich befindet, jedoch nicht der Vatikan ist, obwohl dieser was damit zu tun hat. Total kompliziert. So hat es Luzi mir aber zumindest gestern gesagt. Ganz ehrlich, da habe ich mich schon ein wenig von ihm veräppelt gefühlt und ja, anders fühle ich mich jetzt auch noch nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen und schalten zu Luzi rüber. Guten Morgen, lieber Luzi! Guten Morgen, Jack, und hallo, liebe Freunde an den Bildschirmen. Wer die erste Staffel von Luzi bereist auch schon tüchtig verfolgt hat und sich auch die Vatikan-Folge ansah, der wird jetzt wahrscheinlich mit der Stirn runzeln, wenn er mal hinter mich schaut. Da ist ein Wappen mit den Papstschlüsseln und der Tiara, also der Papstkrone. Der Ort, wo ich heute bin, hat nämlich keine Flagge, sondern nur das Wappen. Damit ist er übrigens nicht alleine. Es gibt tatsächlich einige wenige Länder, die über keine Staatsflagge verfügen. Doch das ist dann eher was für die dritte Staffel von Luzi bereist. Jetzt lüfte ich aber erstmal das Geheimnis, wo ich heute bin. Und zwar bin ich heute am Heiligen Stuhl. Der Heilige Stuhl hat verschiedene Bezeichnungen und ist tatsächlich ein Stuhl des Papstes, welcher in Rom ist. Die Botschaft und die Postadresse sind auch im Vatikan, jedoch ist der Heilige Stuhl außerhalb des Vatikans in Rom in Italien. So, jetzt schauen wir einmal kurz, wo Italien eigentlich liegt, für die, die es nicht wissen. So, und da sehen wir auch schon Rom. So, wo ist jetzt aber der Heilige Stuhl? Der ist nicht etwa ein paar Meter weiter vom Vatikan entfernt, sondern sogar ein paar Kilometer weiter in der Lateranbasilika. Das ist die Lateranbasilika. Sie wird als eine Kathedrale bezeichnet, doch tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen einer Basilika und einer Kathedrale. Eine Basilika sieht zwar aus wie eine Kathedrale, ist aber streng genommen ein größerer Dom. Also ist eine Basilika größer als eine Kirche oder ein Dom, aber kleiner als eine Kathedrale. Auch wenn die Basilika nicht im Vatikan ist, so ist sie dennoch ein Sitz des Papstes, denn der Papst ist nicht nur das Staatsoberhaupt des Vatikans, sondern auch das Staatsoberhaupt des Heiligen Stuhls. Gleichzeitig ist der Papst nicht nur der Bischof von Rom, sondern auch der Bischof des Heiligen Stuhls. Das Staatsgebiet des Heiligen Stuhls ist nur wenige Meter groß und erstreckt sich hinter einer weißen Linie um den Heiligen Stuhl herum. Das kann man hier ganz gut sehen, ne? Der Rest, also alles was davor ist, gehört zur Basilika und nur, ich sag mal, dieses halbe Osterei, ne, diese Einbuchtung mit dem Heiligen Stuhl, das ist Staatsgebiet des Heiligen Stuhls. Mehr Staatsgebiet hat der Heilige Stuhl nicht. Die Amtssprache hier
ist Latein und die Einwohner des Heiligen Stuhls sind natürlich der Papst als Staatsoberhaupt, der Kardinalstaatssekretär, der Außenminister und ein paar wenige hochrangige Leute verschiedener Verwaltungseinrichtungen. Der Heilige Stuhl ist ein Thron und auf diesem darf nur der Papst sitzen. Wenn mal der Papst dort sitzt, ist alles, was er sagt, ein Dogma. Das heißt, alles Gesprochene vom Papst von dieser Position aus kann nicht angefochten werden und gilt als geltendes Gesetz und als Unfehlbarkeit. Sitzt der Papst nicht auf dem Heiligen Stuhl, kann das, was er gesagt hat, theoretisch angefochten werden. Jedoch muss der Papst dann davor nur noch sagen, dass seine kommende Rede ein Dogma ist. Das kam bislang aber nur zweimal in der Geschichte des Staates vor. Klingt zwar komisch, ist aber so. Oft ist es auch unheimlich schwierig zu unterscheiden, was vom Vatikan, von der römisch-katholischen Kirche, vom Papst oder vom Heiligen Stuhl kommt, denn das ist nicht alles ein und dasselbe, auch wenn es sehr, sehr stark aneinander gestrickt ist, sehr nah beieinander. Ne? Der Heilige Stuhl vertritt oft den Vatikan bei Verhandlungen mit anderen Ländern und kümmert sich um Angelegenheiten des Vatikans und der römisch-katholischen Kirche, wohingegen der Vatikan sich nur um staatseigene Angelegenheiten kümmert. Klingt zwar auch etwas kompliziert, ist aber so am einfachsten zu erklären. Übrigens, der Vatikan ist kein Gottesstaat, offiziell steht nirgendwo drin in dessen Statuten. Der Heilige Stuhl hingegen ist ein Gottesstaat, da er sich komplett und ausschließlich mit Religion und religiös bezogener Politik auseinandersetzt. Das auch nochmal zu erwähnen, fand ich ganz interessant und wichtig. Niemand der Einwohner des Heiligen Stuhls lebt logischerweise dauerhaft auf dem Staatsgebiet, sondern im Vatikan oder wenigstens in Rom in Italien. Der Schutzpatron des Staates ist der heilige Petrus und die Gründung war am 11. Februar 1948. Dieser Tag ist dadurch auch gleichzeitig ein gesetzlicher Feiertag im Staat. Der Status ist der eines souveränen Völkerrechtssubjektes. Das bedeutet, dieser kleine Ort hat alle Rechte und Pflichten wie jedes andere Land auch. Auch wenn es kein Land im eigentlichen Sinne ist. So fehlt diesem Land, in Anführungsstrichen Land, unendlich viel, was ein Staat eigentlich bräuchte. Er hat ein Staatsgebiet, Einwohner und ein Staatsoberhaupt. Abgesehen davon hat er auch eine eigene Zeitung und eine eigene Internetseite. Offiziell ist der Heilige Stuhl auch ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt, wie auch der Malteser Ritterorden. Dafür hat der Malteser Orden aber wenigstens eine eigene Staatsflagge. In dem Moment, wo der Papst auf dem Heiligen Stuhl sitzt, gilt er auch lustigerweise automatisch als ein Völkerrechtssubjekt. Abgesehen vom Großmeister des Malteser Ordens hat kein Staatsoberhaupt diese besondere Eigenschaft. Bei den Vereinten Nationen ist der Heilige Stuhl als permanenter Beobachter zugelassen, der Vatikan allerdings nicht. Außerdem besitzt der Heilige Stuhl den weltältesten diplomatischen Dienst. Auch hat der Heilige Stuhl keine eigene Währung und auch keine eigene Nationalhymne. Vom Heiligen Stuhl gibt es übrigens zwei. Der andere Heilige Stuhl ist jedoch nicht mehr aktiv
und befindet sich im ehemaligen Papstpalast in Avignon in Frankreich. Dort lebten und regierten insgesamt 7 Päpste von 1309 bis 1377 und von 1378 bis 1455 regierten hier auch noch Gegenpäpste und sogar ein Untergrundpapst namens Benedikt der 14. Aktuell sind die Gegenpäpste oder der amtierende Gegenpapst, Papst Petrus der 3. in Spanien. Aber das ist wieder eine ganz andere Sache. Aber tatsächlich, ja, also ich war selber etwas verwundert, aber Gegenpäpste ist nicht nur eine Sache des Mittelalters, Gegenpäpste oder einen Gegenpapst gibt es auch noch heute. Das darf aber nicht verwechselt werden mit dem koptischen Papst. Da gibt es nämlich auch einen. Also das Oberhaupt der koptischen Kirche. Von der koptischen Kirche gibt es übrigens 2. Die eine Kirche wird regiert vom koptischen Papst und die andere vom koptischen Patriarch. Ja. Ein Papst ist auch automatisch ein Patriarch, aber ein Patriarch ist nicht automatisch ein Papst. Klingt alles total super kompliziert und genau das ist es auch. Das heißt also, insgesamt leben aktuell 4 Päpste. Und zwar der emeritierte Papst Benedikt der 16. und der amtierende Papst Franziskus der 1. für die römisch-katholische Kirche, dann der koptische Papst, Tawadros der 2. und dann auch noch der Gegenpapst Petrus der 3. von der palmarianisch-katholischen Kirche. Puh. Na dann Prost Mahlzeit. Ne? Also, da könnt ihr auch nochmal in der Schule oder auf der Arbeit klugscheißern, ne, wenn es heißt, ja, es gibt nur ein oder aktuell 2 Päpste. Nein, es gibt aktuell 4 Päpste, von denen 3 aktiv regierend sind. So, jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Der 2. Heilige Stuhl, der wie gesagt in Avignon ist zurzeit, der steht da jetzt nur noch zur Ansicht, ähnlich wie ein Museumsstück und hat keine andere Funktion mehr. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, nach Rom zu kommen, dann besucht doch mal die Lateranbasilika und schaut euch den Heiligen Stuhl an. Ein verrücktes Gefühl, einem Gegenstand mit so viel Macht gegenüberzustehen. Besonders wenn man diese ganze Hintergrundgeschichte und dieses Hintergrundwissen jetzt nun hat. Denn auch wenn der Heilige Stuhl so viel Macht, Rechte und Pflichten hat, ein richtiger Staat ist er ja eigentlich nicht, wenn man es streng betrachtet. Also da hat der Malteser Orden schon mehr von einem Staat. Zumindest hat er eine komplette Festung für sich, ne? Das hat ja noch nicht mal der Heilige Stuhl. Aber auch zum Malteserorden kommen wir, wenn dann erst in Staffel 3. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, das war es heute von mir. Und ich schnappe mir jetzt mein Flugzeug, um zurück nach Duisburg zu fliegen. Ich hoffe, diese Staffel hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Ihr seid wieder ein Stück schlauer, könnt berechtigt klug scheißen, mit Freude dahinter. Und ja, ich hoffe, diese Folge war nicht ganz so kompliziert, auch wenn jetzt vielleicht eure Ohren qualmen. Ich habe versucht, es so verständlich wie nur möglich rüberzubringen. Und ja, ich glaube, noch einfacher kann man diese komplett verrückte, schwierig
durchschauende Sache gar nicht erklären. Ich hoffe dennoch, dass ihr, wie gesagt, Spaß hattet und freue mich schon, wenn wir uns irgendwann bald wiedersehen. In diesem Sinne, macht es gut. So, und ich schnapp mir jetzt mein Flugzeug. Bis dahin, ihr Lieben, und auch tschüss, lieber Jack. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Vielen Dank, lieber Luzi, für diesen skurrilen Beitrag. Komm gute wieder hier in Duisburg an und ich freue mich jetzt schon auf Staffel 3 mit dir. Ja, also wenn das mal kein skurriler, verrückter, anstrengender, ohrenqualmender Beitrag war, dann weiß ich es auch nicht. Aber auf jeden Fall war für Luzi bereist der Heilige Stuhl ein richtig schöner Abschluss. So nach dem Motto, hier haben wir noch etwas Skurriles, was ein Start ist, welcher doch kein Start ist. Also ganz verrückt, aber auch das gibt es. Wie man so gerne immer sagt, es gibt nichts, was es nicht gibt, nicht wahr? Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ich muss jetzt diese verrückte Folge erstmal geistig verarbeiten und da denke ich mir mal, werde ich nicht der Einzige sein. Also, bis dahin, macht es gut, ihr Lieben, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!